Hi Leute, hier ist mal wieder Galur. Heute mit dem Shisha Cooling Hose und zwar dem Shisha Cooling Ice Pen. Ich muss es hier ablesen, ich kenne den Namen noch nicht. Und ich nehme an, dass das der Medium ist. Wegen den Maßen. Es gibt die in Large, also in Groß, in Medium, Mittel und Small, halt klein. Und irgendwie durch die Maße, die hier auf der Website stehen, bin ich so ein bisschen verwirrt, weil das ja so ein bisschen suspekt ist. Aber wir werden es rausfinden. Ich erkläre euch jetzt einfach mal das Prinzip von dem Schlauch. Und zwar fangen wir mal von oben an. Fangen wir einfach von oben an. Da haben wir einmal dieses Mundstück mit einer Öffnung oben von 8 mm. Hier hinten habt ihr so Gummiringe und da werdet ihr auch schon merken, für was das sein wird. Das ist einfach so ein spitz gearbeitetes Mundstück mit einer Gesamtlänge von, naja, 7,5 cm. Dieses wird auf einen solchen Metallring gesteckt, deshalb auch die Gummis. Ja, ihr könnt das sehen. Metallring und so weiter. Dann wird dieser Metallring auf ein noch etwas dickere Stück, das hier oben auch 8-9 mm Durchmesser hat, hier unten auch 8 mm und eine Gesamthöhe von 8 cm. Und das wird dann so ineinander gesteckt. Man hat halt den Vorteil, dass man gerade hier oben diese Griffstücke bzw. Mundstücke, es gibt die in verschiedenen Variationen, wie gesagt, ich habe jetzt hier den Icepen, dass man die austauschen kann, dass man die willkürlich zusammenstecken kann, wie man will. Und ja, das ist das ganze Prinzip erstmal für das Mundstück. Dieses Mundstück kommt auf solch eine Plexiglasröhre. Zeige ich euch auch nochmal näher. Das ist oben und unten. Ah, das wollte ich jetzt vermeiden. Ein Metallring drauf. Ne? So, hier unten verklebt. Sieht noch ein klein bisschen Klebereste. Aber das sieht man ja dann beim Rauchen nicht. Und es stört auch nicht beim Rauchen. Sind hier so ein paar Fingerpatscher drauf. Na gut, das hat man bei Glas oder Plexiglas immer. Das hat man aber auch schnell entfernt. Und ja, diese Röhre ist 33 cm lang. Ich messe jetzt nach, weil klar, die Maße interessieren. Aber ich möchte auch ein bisschen aus den Maßen der Website schlau werden. Dann haben wir hier einen Durchmesser von knapp 3 cm, nicht ganz, 2,85. Sehr genau heute. Und ja, da wird wie gesagt das Mundstück aufgeschoben. Das sieht dann so aus. Ist mal ein bisschen was anderes, sieht schön aus. Und jetzt kommen wir zu dem Kühlsystem. Da werden keine Wassereis eingesteckt, da werden keine kleinen Pads reingesteckt, die man alle 5 Minuten wechseln muss, sondern da gibt es solche mit Gel gefüllten, ja, Plexiglasröhrchen. Der liegt jetzt hier schon etwas länger, aber ist trotzdem noch schön kalt. Und ja, die legt man ins Eisfach. Die gibt es dann auch in einer längeren Größe, also in Large, in Medium und Small. Die Maße stehen leider nicht dabei. Ich nehme aber mal an, das ist ein Medium.
Der ist 24,7 cm lang und ja, der wird dann praktisch einfach nur hier reingeschoben. So, zack. Und dann, und das finde ich genial bei der Sache, wird dieses Dingelchen unten eingeschoben. Und ihr seht, das hat an den Seiten Löchern, das hat hier oben Löcher, ein Loch. Und ja, warum hat es diese Löcher an der Seite? Ganz einfaches Prinzip. Wenn man das jetzt hier reinsteckt und es hätte diese Löcher an der Seite nicht, dann würde man praktisch den Stab auf dem Loch liegen haben, wenn man den so gerade hält. Und ja, Folge, kein Durchzug mehr. Ja, aber so hat man noch einen wunderbaren Durchzug. Es ist auch alles dicht. Also da kann ich nur dicke Backen machen. Und das Ganze sieht dann so aus. Ihr seht auch, es ist schön verarbeitet. Auch mit diesen Gummiringen. Das ist schön, die kann man auch wechseln. Und hier hinten halt der Clou. Man muss sich jetzt nicht das mit der Kühlung rauchen. Diese kleine Nase, die praktisch verhindert, dass das Loch verstopft wird von diesem Eisstäbchen, sage ich mal. Von diesem Eisstäbchen, ja. Gut. Des Weiteren, man muss ja auch einen Schlauch dran machen, ist ein solcher 1,50 Meter langer mit einem Sleeve-überzogener Silikonschlauch dabei. Also das ist ganz normales Lebensmittelsilikon. Hier hinten habt ihr so ein ganz normales Endstück und 1,50 Meter habe ich schon gesagt, das Endstück ist genau 5,5 cm lang. Ja, und hier hinten seht ihr, da könnt ihr das Ganze aufstecken. Und das hält bombenfest, das ist ein bewährtes System. Der ganze Schlauch sieht dann praktisch so aus. Dieses Medium-Eisstäbchen hat bei mir circa ja, 50 bis 60 Minuten gehalten. Es ist noch mal ein zweites mit dabei bei jedem Schlauch und da könnt ihr eigentlich komplett loslegen. Dieser Schlauch jetzt hier, der Medium, kostet 45,90. Ja, 45,90 werdet ihr sagen. Das ist schon sehr teuer. Nee, finde ich nicht, weil es ist wirklich gut verarbeitet. Diese Steckverbindungen, die man oft lösen kann, man kann den Schlauch richtig reinigen. Ist eigentlich ein Schlauch fürs Leben gemacht, sage ich mal, weil das hier oben, man kann es wunderbar auswaschen, man kann es wunderbar reinigen, man kann auch mal mit der Bürste durchgehen und ja, wenn der Schlauch mal nicht mehr so toll ist, dann kann man den auch auswechseln, Sleeve runter, neuen Schlauch rein, Sleeve wieder drauf, fertig. Also 44,95 für den Medium. Nee, 45,90, Entschuldigung, 45,90 für den Medium. Der Large kostet 52,90 und 42,90 der Small. Und ich denke mal, dass es hier auf diese Gesamtlänge dann ankommt, weil hier steht irgendwas bei diesem Modell, der große hätte eine Länge von 46 cm. Aber das geht nicht, weil der Medium 45 cm hat und 54 cm hat. Also ich habe jetzt hier 55 cm. Dann werde ich doch wahrscheinlich den Large erwischt haben und dann 46 cm der Medium und der Small. Da muss ich nochmal nachgucken. Müsste auch bei 46 cm, und das finde
ein bisschen. Und dann gucke ich mal bei einem anderen Modell. Ja, das gibt es ja noch mit Glasdingens oben drauf. Ja, ich denke mal 62 der große, 46 der mittlere und der kleine dürfte. Aber ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch jetzt leider nicht sagen, was die Größe ausmacht. Das werde ich natürlich noch in Erfahrung bringen, weil das ist ja schon ein bisschen komisch, was da für Maße stehen. Weil der Schlauch ist immer 1,50 lang und ich werde es den Mutlu auf jeden Fall nochmal fragen. Weil ich jetzt selbst auch nicht daraus schlau werde, kann auch nicht verlangen, dass irgendjemand anders daraus schlau wird. Ich finde es aber eigentlich vom Prinzip her, so jetzt weiß ich nicht mehr, doch, vom Prinzip her eine schöne Sache. Es ist gut verarbeitet mit diesen Gummiringen, wie gesagt. Man kann diese Dichtung auch wechseln, wenn die mal nicht mehr so dolle sind. Und ja, einfach mal ein neues System, sich einfach mal was Neues ausgedacht und der Autofokus macht zum Schluss auch noch mit. Wie gesagt, ich finde ihn gut und guckt ihn euch mal an beim Relax Shop. Vielleicht gefällt er ja dem einen oder anderen auch und dann ist der Preis, denke ich, auch eine Nebensache. Okay, ich meine, wenn ihr manchmal für Tabak 24 Euro für 22 Gramm, für 200 Gramm aus, 22 Gramm, das wäre natürlich, für 20 Gramm ausgeht, dann kann man auch mal ein bisschen was in den Schlauch investieren, der wirklich durchdacht ist und auch das hält, was er verspricht. Okay, gut, das war's von mir. Bis dahin, haut rein, euer Gadur.